Ort war so vielversprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie, eine Verschwendung meines Talents. Ja, auf ein neues. Da hatte wohl jemand etwas Hunger. So, wo bin ich jetzt überhaupt? Weiß nicht, welcher Speicherpunkt jetzt zuletzt war. Mal kurz auf die Karte schauen. Wir warten es. Ach, wir müssen erst das Büro finden, okay. Aber wie war das? Dann waren wir doch da drüben. Also ich warte noch kurz ein bisschen. So, wir gehen ja hier runter. Ich will erstmal wissen, wie es dann weitergeht. Weil ich glaube, das kommt erst, wenn wir in das Büro reingehen. Wir können uns hier verstecken. Oh, wir haben hier einen Schacht. Ah, Strom wiederherstellen. Okay, hier haben wir eine Isola. Na, lecker. Sie sitzen am Ufer eines Flusses, neben einer breiten Brücke. Über ihnen die Vögel. Sie schnüren ihre Probleme in ein Bündel und lassen es vom Fluss hin forttragen. Sie sehen dem Bündel nach. Es verschwindet unter der Wasseroberfläche. Von ihnen getrennt. Wie fühlen sie sich? Also wenn ich mir das den ganzen Tag anhören müsste, dann tragische Fälle weg. Würde ich hier wohl auch da liegen. Aus der Erde, vom Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Da fängt der Geist an zu wandern. Tragische Fälle. Aber Mole hat zu viel Zeit in ihnen verschwendet. Die hätten nie hierher kommen sollen. Niemand hätte je hierher kommen sollen. So, aber hier haben wir gar nicht mehr alles. Können wir sonst schon was bauen? Kurz schauen, hier ein Geräuschmelder haben wir mal benutzt. Ja, aber da haben wir nicht die Subkutanten-Impfpistole-Dinger da. Alter, was ist das von Name auch? So, bei Blendgranaten. Da hätten wir alles. Könnten wir das auch bauen? Kann man den Schrott auch mal mitnehmen? So, aber ich wollte schauen, wie es hier weitergeht. Also sie können mich hier in dem einen Kasten vielleicht verstecken. Und dann muss ich glaube hier hin, oder? Mein... Alter! Wie ich erschrocken bin. Da hinten ist noch ein Speicherpunkt irgendwo. Hier drin könnte ich mich auch verstecken in dem. Ich gucke immer auf die Lichter hier hin. Weil ich immer nie weiß, ob ich da irgendwas machen kann oder so. Da was? Ah, hier. Mag es nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Coolman, Ende. So, Alter, ich bin schon wieder so aufgeregt, bis das Viech dann wieder kommt. So, aber das mit dem Code scheint gar nicht so schwierig. Man hat eigentlich genügend Zeit. So lang nichts. Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Ja, solange hier nichts groß rumrennt. So, das hatten wir schon mal. Da kann ich mich hier unten... Ah, das ist ja auch cool. Ich kann mich hier unten verstecken. Aber ich denke, das bringt nicht so viel. So, hier hatten wir den einen Code mit dem... Was war es? Ich glaube 1702. So, hier haben wir... Haben Sie den Zugangscode gefunden? Ja. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. So, Morley wird wohl irgendwo hier rumliegen. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Ja, super. Jetzt rennt das Viech hier wieder rum. So, wir müssen hier hindrehen. Lass mich mal überlegen. Obwohl, nach rechts kann ich, glaube gar nicht. Aber da hinten wäre auch so ein Lüftungsschacht. Könnten wir den irgendwie
zu unserem Vorteil benutzen? Ich weiß es nicht. Da hinten könnten wir speichern, aber was es mir bringt, ist natürlich auch fraglich. Im Grunde genommen kann ich das zeigen, wenn man hier mittig schaut, läuft sie hier den Gang runter und dann läuft es irgendwie, denke ich, irgendwie im Kreis rum. Aber hier nach hinten ist es eigentlich nie gekommen. Deshalb jetzt die große Frage, wie wir das am besten anstellen. So, ah ne, eigentlich wollte ich, wie schalte ich die Legende ein hier? X ist gesperrt. Warum sind da zwei X auf einer Stelle? Kapiere ich jetzt auch nicht so ganz. Ich habe Angst. So, und wo ist es? Ich habe eine Knarre. Kommen wir ja nicht zu nah. Und in die Richtung können wir nicht. Braucht man, glaube ich, den Plasmaschnell oder so. Können wir das Viech theoretisch nicht ablenken? Ach, das kommt aber, glaube ich, erst, wenn wir nach vorne gehen. Dann kommt sie ja auf den Lüftungsschacht hier raus. So war das hier, glaube ich. Hier ist ja noch offen. Halt so ein gescripteter Schockmoment. Nein. Ja, das meine ich eben. Mal gucken, wie das so langsam rauskommt. Langsam nicht in meine Richtung kommt. So, dann läuft es ja hier hin. Und jetzt weiß ich halt groß nicht mehr weiter. Es läuft ja theoretisch immer im Kreis. Mein Motion Tracker kommt dann nicht so weit. Irgendwie ablenken mit so einem Geräuschmelder. Was ist denn die EMP-Mini? Ah, okay. Haben aber nicht genügend zwei Sensoren. Aber ich denke, eine Mini. Eine EMP-Mini bringt ja auch nichts. Das Alien-Viech hatte nichts Elektrisches. Da hinten kommt es wieder. Jetzt hat die Frage, ob es immer nur ein Kreis läuft oder so. Da kommt das jetzt direkt da runter zu mir. Verstecken wir mal hier unten. Oder sah es gerade nur so aus? Das ist die Frage, der Motion Tracker, ob der jetzt nur den Raum hier scannt oder ob der auch durch die Türe hier durch kann. Okay, wann kommt's? Ja, toll, das hat mich, glaube ich, schon gesehen. Oh, das rennt wieder weg. Puh. Konnten wir leicht hier irritieren. So, ich habe die Frage mit dem Geräuschmelder. So, wir können zum Halten platzieren, wir können es aber auch werfen. Alter! Würdest du mich verarschen? Weiß irgendwie ganz genau. Ich will rauskommen, da kommt das Viech wieder, ey. Ich mag nicht mehr, ich höre jetzt auf mit dem Spiel. Das kann es echt nicht sein. Weil ich weiß nicht, so eine Rauchgranate oder so. Oder eine Blendgranate. Ob das was bringt. Weiß ich eben nicht. Da ist auch so ein blödes Lämpchen dran. Aber jetzt kommt es irgendwie nicht mehr rein, obwohl es so in die Richtung gekommen ist. Oh, es hat es gerade bewegt, aber
bisschen weg, glaube. Aber wieso konnte ich es nicht sehen? Oh Mann. Wie so ein Schisser hier unterm Schreibtisch. Ja, ich weiß nicht so ganz. So, hier lag noch was rum. Vor allem die Musik wird auch wieder so ein bisschen schlimmer. Jetzt kommt es wieder. Und geht wieder. Aber das ist letztes Mal nie so nah gekommen. Komischerweise. Aber wenn ich mich hier jetzt bewege, dann bewegt sich das Ding gar nicht mit der Entfernung. Oder speichert er, sag ich mal, die letzte Position. Der Rotz, dass ich hier groß nicht rauskomme. Ich bin hier eigentlich gefangen. Es gibt keinen Lüftungskanal. Ich kann nicht in einen anderen Raum. Da drüben ist ja gesperrt. Was ist denn da drüben mit dem Untersuchungsraum und so? Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Und ich muss halt da vorbeikommen. Also ich probiere es halt einfach nochmal, dass ich in den einen komischen kleinen Kasten kommen. Und so sollte ich halt erstmal wissen, wo das ist. Ich habe es sogar hinten gerade gesehen, aber das ist nicht in den Gang rein. Hey, guck mal, das rennt da hinten rum. Ich glaube, das steht da sogar auch noch. Da rechts rum. Wenn es da drüben ist, vielleicht klappt es dann. So, warte. So ein bisschen ablenken. So, immer schön weiter. Na super. Oh oh. Moment. Nein. 1702. Nein. Chill. 1. Chill. Ganz ruhig. Mach auf. Und speichern. Und Karte und so. Na, ich häng. Hallo? So, ich hoffe mal, es ist weg. So, wie schaut's hier aus? Hier ist so ein kleiner Raum, da können wir mal reinschauen. Wenn wir was hören, können wir uns auch verstecken. So, Schrott ist voll. So, hier können wir auch groß nichts machen. Oh, ich hör's. So, wie machen wir das mit dem Schrott? Ich verstehe das noch nicht so ganz mit dem Schrott auch. Für was ich das brauche. Hier 10 Schrott und dann halt die Sachen dazu. Okay. Eigentlich ganz easy. 100 Schrott haben wir, aber jetzt haben wir, glaube ich, nichts mehr. Oder verfolgt es mich? Es läuft wieder weg. Ah, es ist wohl noch in der Nähe. So, es kommt verdammt nah. Wieso muss es mich so verfolgen? Kannst du irgendwie den Motion Tracker spüren oder so?
Macht es eigentlich Spaß, jetzt direkt vor meiner Türe zu patrouillieren? Ich glaube schon. Oh. Los, nicht unter den Schreibtisch. Alter, guck mal den langen Schwanz an. Hier im Totenschädel hat's. Hallo, das bleibt stehen. Schieß ihren Schwanz. So, ganz ruhig. Er ist noch da. Mal kurz auf die Karte schauen. Wir müssen. Ja, wenn wir so geradeaus, also in die Pfeilrichtung laufen. Ich weiß nicht, ob da die Türe offen ist. Wäre aber wohl falsch. Wir müssen ganz geradeaus. Da soll das Viech ja schon mal weggehen. Wenn es da andauernd da rumrennt. So, jetzt kommt es ja wieder. Dings haben wir nicht mehr, gell? Doch, ein Geräuschmacher haben wir sogar. Einen. Oh, jetzt ist da rüber in den Gang gelaufen, auch wenn es halt wieder zurückkommt, dann sieht es mal einmal ziemlich kacke aus. Ich muss halt auch lossprinten, aber ich bin ja dann nicht so ganz sicher, weil ich den Weg nicht kenne und weiß nicht, ob es mich dann erwischt oder so. Ja, oder? Jetzt sind wir leider zu spät, weil jetzt kommt es wieder. Wenn es in den Gang reinläuft, wieder so ein Geräuschmacher da reinschmeißen, damit es wieder abgelenkt ist. Vor allem kommt es jetzt wieder von der anderen Seite, oder? Alter, wo rennt das rum? So, jetzt hat sich gerade irgendwo bewegt. Von hier. Aber es läuft gar nicht mehr so nah an der Türe vorbei. Na, es dreht sich wieder um. Alter, dieses blöde Viech. Schaffe ich das so weit zu werfen? Oder eine Rauch- oder eine Blendgranate oder so? Dass ich vielleicht irgendwie das ablenken kann? Wenn es hier, sag ich mal, jetzt hier wieder die Tür aufmacht und vorbeilauft. Das könnten wir natürlich probieren. Jetzt kommt es wohl eben nicht. Jetzt kommt es wieder. Oh, jetzt ist, glaube ich, ein Lüftungskanal rein. Meine ich zumindest mal. Jetzt wollte ich gerade wieder losgehen. Aber jetzt kommt sie wieder näher. Geht wieder weiter weg. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ja, wenn es mich hat, dann hat es mich. Das ist halt das Problem. Man hat da, glaube wirklich keine Chance groß. Obwohl es eigentlich weiter hinten ist, irgendwo. Sobald ich wohl rausgehen will, kommt es wohl wieder. So, soll ich es wagen? Wir müssen ja nur geradeaus. So, kann ich mich irgendwo verstecken? Oh, da drüben. Alter, stand das da gerade? Bin mir gerade nicht so sicher. Das macht so einen Krach eigentlich mit den Türen.
So, oh, es kommt wieder. Aber das hat sich zumindest bewegt. Blöd, dass ich mich hier nicht ganz bewegen kann. Dass ich mich nicht so weit rumdrehen kann. So, wir können mal auf die Karte schauen. Finden Sie Dr. Mollys Schlüsselkarte? Müssen wir noch einen Raum weiter? Ja, und dann dürfen wir zurück, oder wie? Dürfen wir nochmal an die Viech vorbei, ohne zu speichern? Hallo? Ist wieder irgendwo verdammt nah. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es hier in den Raum reingeht. Moment mal. Irgendwie alles still. Ich höre nichts. Keine Musik. Keine komischen Geräusche. Soundkulisse. Ich höre nur irgendwas ticken. Aber sonst? Irgendwie rein gar nichts. Irgendwie ein bisschen seltsam. Ist es jetzt wieder weggegangen oder? So, was haben wir hier? Molly. So. Dr. Mollys Rundgang A29, A26, C21. Oder soll ich mir das jetzt alles merken? Ich bin immer noch so ein bisschen still. Ob ich es doch noch so ein bisschen höre oder so. Die blöden Kameras gehen mir auf den Sack, hey. Was haben wir hier? Oh, lauter Sachen. Ist natürlich auch genial, obwohl hier leer. Warum verfolgen mich die Kameras immer? Ich denke mal, Apollo hat mich, sag ich mal, im Blick. So, Ethanol wäre voll. Kann ich da irgendwas machen? Ja, aber EMP-Mine war, glaub. Da brauchen wir, für was brauchen wir nochmal Ethanol? Nein. Bei Medikit auch nicht, oder? Ne, es war dann, glaube ich, irgendwie bei den Granaten. Bei der Rauchgranate. So, einmal hier Ethanol. Achso, haben wir schon drin. So, dann bauen wir halt nochmal eine. Können wir das hier benutzen? Lassen wir das mal so drin. Können wir das hier mitnehmen? Ich würde mal übelst gern speichern, ey. Wie schaut's denn hier aus? Ja toll, da ist doch hier der Gang, wo das Alienviech rumgerannt ist. Ist das die Frage? Ist es jetzt abgehauen? Hat es jetzt gedacht, dadurch, dass es minutenlang nichts gefunden hat, dass hier auch nichts ist? Oder da versteckt sich das und will mich nur erschrecken? Das weiß ich eben nicht. Taschenlampe ist eigentlich auch gerade ein bisschen blöd. Aber man sieht halt komplett gar nichts. Auch genial, dass man hier unter jeden Tisch eigentlich gehen kann. So, hat da noch was geblinkt? Ne, es war nur ein Lichtchen. So, was sagt eigentlich meine Karte jetzt? Na super, wir dürfen irgendwie den ganzen weiten Weg zurück. Beziehungsweise hier der Gang. Der da? Ich glaube, ich laufe gerade ein bisschen falsch rum. Weiß nicht, ich habe gerade was Komisches gehört, ich wollte gerade sagen, ich kann noch den einen
Raum absuchen, ob ich da irgendwas Tolles finde zum Mitnehmen, aber irgendwie hat sich das gerade ganz komisch angehört. So, wir sind ja von hier gekommen. Können wir da nach rechts gehen? Ich glaube nicht mehr. Ich hoffe es nicht mehr. Oh, ich habe gerade was gehört. So, na toll. Oh, 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 ich höre. Speichern. Nein. Was? Wo? So kommt es wieder. Alter, ich höre meinen Speicherpunkt. Ich glaube, der ist sogar hier drin. So, ich will ein bisschen hier die Türe sehen, ob sie aufgeht. So, ich muss mich nach hinten arbeiten. Ich glaube, das kraxelt gerade so ein bisschen durch die Lüftungsschächte durch. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Ein paar leuchtende Punkte oder so. Come on, bitte. Schnell speichern. Puh.